Ja, zum nächsten Beitrag darf ich ganz herzlich den Herrn Keindl begrüßen. Er kommt vom Wiener Bildungsserver und wird uns ein bisschen was über Radioarbeit während des Distance Learning erzählen. Ich darf gleich übergeben. Dankeschön, ich danke fürs Kommen. Ich habe vor knapp über 2 Jahren das Projekt Wiener Radiobande übernommen, das der Wiener Bildungsserver betreibt. Und ich wollte beim heutigen Vortrag ein bisschen darüber erzählen, was im Rahmen der Radiobande an Projekten unter den erschwerten Bedingungen des Distance Learning entstanden ist. Ich werde jetzt gleich meinen Bildschirm auch teilen. Also Radioarbeit im Distance Learning. Ich möchte gleich einsteigen mit einem kurzen Video, beziehungsweise mit den ersten Minuten eines Videos. Die Wiener Radiobande gibt es jetzt seit über 25 Jahren und das Video ist 2005 entstanden, zum 10-jährigen Jubiläum der Radiobande. Und man sieht, glaube ich, in diesem Video schon ganz gut, worum es da geht und warum das Radiomachen so eine gute Sache ist als medienpädagogisches Projekt. Aha. Das Radio machen. Beim Radio machen. In der Radioarbeit. In der Radioarbeit. Bei einer Live-Radiosendung. In der Radioarbeit. An der Radioarbeit gefällt mir, wenn man Geschichten erzählt. Das Vorbereiten für die Musik. Dass es eine Abwechslung ist zum Schulstoff und zum Lernen. Man hat ganz anderen Bezug zu Lernen als sonst. Ja, die Technik und die Zusammenstellungen sehen. Wenn man dann im Studio ist und es fängt noch nicht an, die Spannung ist auch sehr lustig. Dass man auch immer Texte vorgegeben gibt und dass man auch lernen muss, diese zu lesen. Also dass man sie freispricht. Und das ist manchmal auch sehr schwer. Aber am schönsten ist es doch bei der Radiosendung. Und das dann vorlesen und dass man sich ja nicht verhaspelt. Also die Meinung der anderen zu hören, dann die eigene Meinung dazu zu sagen. Dass es dann jeder hören kann und dann verstehen die Leute es sich besser. Aha! Also so viel zum Einstieg, so ein paar Impressionen, was die Schülerinnen und Schüler dazu sagen. Wiener Radiobande, wie gesagt, gibt es seit 1995 und weil heute auch der Christian Berger dabei ist, der Gründer der Wiener Radiobande, wollte ich gleich den Christian bitten, ein paar Worte dazu zu sagen, weil warum soll ich was dazu sagen, wenn der, der es erfunden hat, heute bei uns ist. Christian, bitteschön. Ja, hallo, servus. Es ist schön, dass das Ding immer noch gibt und ist entstanden irgendwie aus der Initiative von ja, ein paar, eigentlich zwei, drei Leuten, die gemeint haben, noch zu einer Zeit, als es in Österreich nur den ORF als Monopol gab, wir wollen doch versuchen, auch Radio in den Schülern die Möglichkeit zu geben, im Medium Radio sich zu artikulieren. Wir haben dann viele Jahre versucht, irgendwie da etwas mit dem ORF auf die Füße zu stellen. Das ist mehr oder weniger gescheitert, aber es gab damals zum Glück eben die freien Radios, die eine Lizenz erhalten haben. Und dann gab es eben seit 1998 die Möglichkeit, das eben bei Orange on Air zu bringen. Am Anfang mit der wahnwitzigen Vorstellung, dass wir jeden Tag eine Viertelstunde produzieren. Das haben wir natürlich überhaupt nicht durchgehalten. Du wirst ja vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wie es jetzt heute ausschaut, was so zu schaffen ist. Aber das Bande kommt daher, dass wir damals noch mit tatsächlichem Bandmaterial gearbeitet haben, geschnitten haben. Und die ersten Sendungen sind eben auf Kassette verfertigt worden und verschickt worden mit der Post. Und dann gab es noch so irgendwie
kurzzeitig den Versuch, das Ganze übers Telefon abhörbar zu machen. Das war auch recht lustig. Aber das, was die Kinder erzählt haben, war immer schon das tragende Element, dass sie sozusagen tatsächlich direkt zu Wort kommen, weil bei den meisten ist es ja nicht der Fall, dass sie selber sie Geschichten erzählen, sondern dass einer eigentlich nahegelegt wird, was zu sagen haben, und dann dürfen sie ein bisschen was reden und dann haben sie eine andere Rolle in dem ganzen Medienprozess. Ja, aber ich finde es super, dass es immer noch läuft und dass es immer noch Gruppen gibt von Leuten, die das machen und am Leben erhalten. Ja, danke. Ja, es gibt eben eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern in Wien. Also die Wiener Radiobande ist nur für Wiener Schulen zuständig. Aber der Sendeplatz der Wiener Radiobande steht eben allen Schulen zur Verfügung, von Volksschule bis zur Sekundarstufe 2, allen Schultypen. Es ist grundsätzlich jedes Thema, es ist alles möglich. Wir senden im Moment zweimal im Monat, jeden ersten und dritten Montag im Monat von 11 bis 11.30 Uhr. Derzeit gibt es relativ viel Wiederholungen auch, weil die Community jetzt nicht so groß ist, dass man dann tatsächlich alle zwei Wochen eine halbstündige Sendung erhebt. Aber ich freue mich über alle Zusendungen, über alle Beiträge, einfach dann mir zu schreiben. Kontakt ist auf http://radiobande.at. Alle Sendungen stehen unter einer Creative Commons Lizenz und werden auch dann über das CBA, das Cultural Broadcasting Archive der freien Radios, zur Verfügung gestellt. Das heißt, jede Sendung kann gestreamt werden. Wir haben seit Beginn der Radiobande im Archiv über 1000 Sendungen bereits. Und ich kann überhaupt das Archiv des CBA nur sehr, sehr empfehlen. Grundsätzlich, weil da zig Sendungen sind aus allen freien Radios in ganz Österreich, die sich durchaus für den Unterrichtseinsatz eignen, ist auch durchsuchbar. Also man findet zu praktisch jedem Thema etwas. Ist jetzt nicht nur auf Schülerinnen und Schüler beschränkt, weil die freien Radios ja ein ganz, ganz umfassendes Programm dann auch machen. Zu den freien Radios, es gibt 15 freie Radios in ganz Österreich. Der Christian wird dann in seinem Vortrag direkt nach meinem ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wie man mit diesen Radios in Kontakt kommt. Ich möchte jetzt nur auch schon dazu sagen, dass die freien Radios sehr, sehr gerne mit Schulen zusammenarbeiten, teilweise selbst Workshops für Schulen, für Schüler, Schülerinnen anbieten oder auch zusammenarbeiten mit Trainerinnen und Trainern, die dann an die Schulen kommen. Und das ist schon was Feines, wenn dann eben in Zusammenarbeit mit einem freien Radio eine Sendung entsteht, die dann tatsächlich ausgestrahlt und gesendet wird. Die freien Radios haben, der Christian hat es schon angesprochen, eine ganz wichtige Rolle in Österreich. Sie bieten eine Gegenöffentlichkeit, sie geben Minderheiten eine Stimme, eben auch den Schülerinnen und Schülern. Und sie stellen so ein bisschen ein Gleichgewicht dar zu den kommerziellen Sendern, aber auch zum Öffentlich-Rechtlichen. Sie sind werbefrei und die Leute, die dort senden, machen das aus Begeisterung und freiwillig und werden nicht bezahlt. Also die freien Radios haben zwar schon Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber die Leute, die dort senden, machen das aus eigener Überzeugung und zu Themen, die sie persönlich begeistern und interessieren. Und das ist also schon eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Warum? Ich möchte kurz einmal ein bisschen erzählen, warum man Radio in der Schule einsetzen kann und einsetzen soll. Da gibt es sehr, sehr viele Bereiche, die dadurch abgedeckt werden. Ich habe da jetzt nur so ein bisschen was auf die Folie geworfen, also von dem, was offensichtlich ist, dass man mit den Geräten umgehen lernt, dass man Mikrofon bedienen lernt, dass man schneiden lernt mit Audacity, also die technische Nutzungskompetenz, die Anwendungskompetenz. Das ist natürlich ein zentraler Punkt, aber auch, dass man, bevor man Radio überhaupt machen kann, dass man Radio hört, dass man die Sendungen bewusst hört und analysiert, woraus besteht so eine Sendung,
dass man da erst drauf kommt, gibt es eben die Anmoderation, die Abmoderation, dann gibt es die Zwischenmoderationen zwischen den Beiträgen, dann gibt es so kurze Trenner, die man wahrscheinlich gar nicht bewusst hört sonst, also nur so kurze Ding-Ding-Ding, also irgendwie so Geräusche zwischen den einzelnen Beiträgen. Und wenn man das bewusst hört und analysiert, dann kommt man erst drauf, was das für ein kompliziertes Gebilde ist, so eine Radiosendung. Wenn man eben Nachrichten hört, wenn man Nachrichten vorbereitet, auch zu einem bestimmten Thema, muss man natürlich Recherche, Quellenkritik, Reflexion kommt dann zusammen, um dann eben so einen Beitrag zusammenstellen zu können. Anfangen tut man überhaupt oft mit Selbstdarstellung, also dass man versucht, sich selbst vorzustellen in kurzer Zeit mit dem Mikrofon, erzählt, wer man ist, was einen ausmacht. Dann kommt oft die Geschichte, also weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Radio gemacht hat mit Kindern und Jugendlichen, dass man die eigene Stimme gar nicht so gern hört, dass das erst einmal eine Gewohnheitssache ist, um überhaupt die eigene Stimme hören zu können, gewöhnt man sich dann dran. Und auch die Präsentation, wie man spricht, dass man eben nicht so viel Ei sagt, wie ich jetzt sage, sondern dass man das möglichst unterdrückt. Auch wenn man schreibt, einen Beitrag, dass man schreibt für das Hören, weil in der Schule lernt man dann oft so Aufsätze schreiben und das ist Aufsatz, ist das Schreiben fürs Lesen. Und wenn man sowas vorliest, klingt das fürchterlich und man muss eben fürs Radio, muss man ganz anders schreiben. Das ist eben dann eine Art des Schreibens, die fürs Hören gedacht ist, wo dann auch Wortwiederholungen drinnen sein können, wo man komplizierte Dinge aufschlüsseln muss, wo man dann eben nicht sagt, das ist so und so viel Quadratmeter, sondern das sind 3 Fußballfelder oder wie auch immer. Also das ist eben das, was man dann im Radio hört. Radioarbeit ist immer Teamwork. Also es gibt in Schulen, findet es fast immer in Gruppen statt. Also man muss sich dann in der Gruppe zusammenfinden, man muss sich unterschiedliche Rollen finden, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass durch die Rollen durchrotiert wird, dass also jemand mal aufnimmt, mal schneidet und andere dann die Moderation übernehmen. Aber es kann auch so sein, dass einfach die Leute, die etwas am besten können oder am liebsten machen, dass die dann halt dranbleiben und sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mit diesem Schnittprogramm und ich schneide das jetzt alles und ich bin dafür spezialisiert. Und ich mache das jetzt, also es kommt auf die Organisation dann an. Und der zentrale Punkt, der da also mit Berechtigung in der Mitte steht, ist die Motivation, weil man hat am Schluss ein gemeinsames Projekt, was man dann auch herzeigen kann, was dann eben auch gesendet wird. Das ist nicht irgendwas, was dann versteckt ist auf der Webseite der Schule oder wo, sondern es wird gesendet. Man kann das den Großeltern, den Verwandten sagen, um Montag um 11 Uhr bin ich zu hören im Radio und das ist dann schon was Wertvolles, was dann auch interessant ist und was den Kindern sehr viel Spaß macht. Und eben auch eine Erfahrung, die man machen kann, wenn man Radio in der Schule einsetzt, dieses Üben, damit dann eben ein gescheites Produkt entsteht, auf das man stolz sein kann, das motiviert ungemein. Also wenn man denselben Text mehrmals lesen muss, dann tut man das gern, wenn es dann im Radio gesendet wird, weil man eben die beste Version davon abliefern möchte und das ist dann eben nicht so eine lustlose Aufgabe, wie das gelegentlich in der Schule der Fall ist, sondern man möchte eben wirklich was Gutes abliefern und übt es dann auch. Nur so ein Beispiel, was man da etwa machen kann. Ich habe das jetzt gewählt, weil ich von der Ausbildung her Historiker bin und wenn man das daher besonders am Herzen liegt, könnte man zum Beispiel im Geschichtsunterricht machen, eine Nachrichtensendung aus der Vergangenheit, dass man Dinge recherchiert, dass man Ereignisse recherchiert und so tut, als wäre man eben Reporter, Reporterin, der oder die gerade da dabei ist und live berichtet vom, weiß nicht, Ausbruch des Vesuv und man sieht also da diesen Vulkan am Horizont und der spuckt da eben die riesigen Aschewolken aus und die Bewohnerinnen von Pompeji flüchten da eben an mir vorbei und solche Dinge. Also das kann man eben im Radio sehr, sehr plastisch machen, könnte man dann auch Soundeffekte und so weiter hinzufügen. Es ist eben auch ein großer Vorteil des Radios, dass ich eine Atmosphäre und eine Welt erzeugen kann,
ohne jetzt wie im Film großartige Effekte zu brauchen. Ich kann mit recht einfachen Mitteln, ein bisschen Musik, ein bisschen Geräuschen, kann eine sehr dichte Atmosphäre erzeugen mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Das ist also ohne weiteres möglich. Oder historisch, bleiben wir aber historisch, Augenzeugenbericht eben vom historischen Ereignis oder Zeitzeuginnen-Interview. Das muss jetzt noch gar nicht so lang her sein. Das reicht, wenn man Leute interviewt heutzutage, die aufgewachsen sind, wie es noch kein Smartphone gegeben hat oder wie es noch überhaupt kein Handy gegeben hat. Das ist auch schon etwas, was eine ganz andere Organisation im Alltag zum Beispiel erfordert hat, als das heute der Fall ist. Oder Werbung kann man analysieren. Zum Beispiel aus Quelle, gut geeignete Quelle ist Austrian Newspapers Online, das ich sehr, sehr schätze, wo eben historische Zeitungen digitalisiert werden. Da sehen Sie die Titelseite der ersten Ausgabe der Wiener Zeitung von 1703. Die Wiener Zeitung ist die älteste heute noch bestehende Tageszeitung der Welt. Und es ist eben sehr, sehr spannend, sich da die Ausgaben aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert anzuschauen, was da drin gestanden ist, wie man damals tagesaktuellen Ereignisse gesehen hat. Und das kann man sich dann anschauen und so einen Artikel zum Beispiel in eine Radiosendung verwandeln. Zur Aufnahme möchte ich da nur ganz kurz was sagen, weil das dann eben der Christian auch in seinem Beitrag besser und länger behandeln wird. Wir haben beim Wiener Bildungsserver die Möglichkeit geboten, dass man sich so Audioboxen ausborgen kann. Die Audiobox besteht aus einem Aufnahmegerät, also links ist hier abgebildet der komplette Inhalt der Audiobox. Ein Aufnahmegerät von Zoom, das ist ein professionelles Stereo-Aufnahmegerät, mit Zubehör, also so Stativ, Kopfhörer. Zwei Kopfhörer haben wir beigelegt, weil das für manche Dinge sehr günstig ist, wenn zwei Schülerinnen das gemeinsam machen, wenn ein Schüler, Schülerin das Mikrofon hält und kontrolliert, ob auch der Aufnahmepegel korrekt ist und der zweite Schüler, Schülerin dann die Fragen stellt, zum Beispiel bei einer Straßenumfrage. Also es ist immer günstig, das zu zweit zu machen. Und man braucht ein Mikrofon dabei, weil nur durch das Mikrofon, nicht Mikrofon, man braucht einen Kopfhörer dabei, weil nur durch die Kopfhörer hört man dann, was auch das Mikrofon tatsächlich aufnimmt. Also Hintergrundgeräusche, Straßenlärm, Kühlschrank, der summt hier im Hintergrund zum Beispiel. Das hört man nur, wenn man Kopfhörer auf hat. Und das würde man normalerweise nicht hören. Und nur mit Kopfhörern weiß ich dann, ob die Aufnahme auch tatsächlich brauchbar ist. In den letzten Jahren ist es aber auch möglich geworden, einfach mit dem Smartphone aufzunehmen. Die meisten aktuellen Smartphones haben eine sehr, sehr gute Aufnahmequalität vom Mikrofon her. Das Einzige, was man bedenken muss, dass man nicht allzu weit weg sein sollte, weil die Smartphone-Mikrofone natürlich gedacht sind, dass man aus großer Nähe hineinspricht. Und wenn da die Aufnahme, die Tonquelle weiter weg ist, ist es dann etwas ungünstig manchmal. Hier rechts habe ich eine App, ein Beispiel für eine App, Auphonic Edit, die sehr, sehr günstig ist, weil sie bei der Aufnahme auch den Aufnahmepegel anzeigt. Also die kann ich sehr, sehr empfehlen. Kann man auch ein bisschen editieren, aber nicht so wirklich. Schneiden tun wir meistens oder bei den freien Radios wird meistens geschnitten mit Audacity. Das ist ein Open Source Audio Schnittprogramm. Gibt es auf mehreren Seiten zum Herunterladen. Die am besten geeignete, also die eigentliche Herkunftsseite ist audacityteam.org. Ja, und damit wir auch noch was zu hören bekommen, ein paar Hörbeispiele. Ein einfaches Konzept, ganz einfaches Konzept. Kinder schreiben Geschichten und erzählen sie dann. Und da hören wir gleich in die Geschichte von der Tiba hinein aus der OVS Zennerstraße. In dieser Woche hört ihr Geschichten von der Zennerstraße im 14. Bezirk. Erzähle mir deine Geschichte. Hallo, ich bin die Tiba und ich wollte euch eine Geschichte vorlesen, weil ich sehr gut schreiben kann und ich mag Geschichten schreiben. Ich komme aus der 4a. Über Halloween.
Es war einmal ein kleines Mädchen, die hieß Caitlin. Die glaubte an alles, aber auf den nächsten Tag freute sich sie mehr, weil da war Halloween. Caitlin liebt Halloween mehr als alles. Und sie hatte eine Freundin, die hieß Maya. Maya hasste Halloween, aber sie ging mit Caitlin. Es ist Halloween. Caitlin steht so früh auf, so schnell, aber Maya nicht. Dann ruft Caitlin Maya an, dann steht Maya auf und sagt Hallo. Und dann schreit Caitlin Halloween. Und dann sagte sie Süßes, sonst gibt's Saures. Sie haben beide Spaß. Und dann sagte Maya, das macht Spaß. Und dann sagte sie noch, mein Sackerl ist voll. Ich gehe nach Hause. So, also wirklich ein ganz, ganz, ganz einfaches Konzept. Einfach Geschichte wird vorgelesen. Wenn wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, muss ich schauen, was ich noch vorspiele. Der zweite Beitrag Schule und Alltag im Schatten der Pandemie würde ich Ihnen sehr empfehlen, sich dann anzuhören. Also Sie kriegen die Präsentation eh und können dann unter dem Link sich das anhören, weil das im April 2020 aufgenommen wurde, Interviews mit Schülerinnen und Schülern, wie sie sich jetzt im Distance Learning eben so fühlen. Und es ist ganz interessant, das heute zu hören, eben im Vergleich, wie das damals in den Anfängen im ersten Lockdown sozusagen gewesen ist. Dann hören wir uns noch kurz von der HLW 19 an. Die haben das erste Mal überhaupt eine Radiosendung gemacht und haben sofort 3 halbstündige Sendungen gemacht zu den 8 Handlungsfeldern der sozialen Arbeit. Und da möchte ich jetzt kurz eine Minute. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Radiobandeprojekt HLW 19 on Air. Wir, die BHSF der HLW 19 Straßergasse, besuchen den Ausbildungszweig Sozialmanagement und angewandtes Projektmanagement. Wir wollen euch heute, ebenso wie in 2 weiteren Sendungen, im Rahmen unseres Projektmanagementunterrichts die sozialen Handlungsfelder im Ausbildungsschwerpunkt vorstellen und erklären. Dazu haben wir diverse Interviews mit Schülerinnen, Lehrerinnen und auch Expertinnen im jeweiligen sozialen Handlungsfeld für euch geführt. Wir geben euch in der folgenden halben Stunde einen Ein- und Überblick über unsere Schule im Allgemeinen, die HLW 19 Straßergasse, sowie über die beiden sozialen Handlungsfelder Kinder, Jugend, Familie und alte Menschen, die man aktuell in den ersten beiden Unterrichtsjahren der HLS näher kennenlernt. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass ihr unsere Schule und den Ausbildungszweig Sozialmanagement damit besser kennenlernt. Und vielleicht sehen wir uns ja einmal bei uns in Grinsing. Also das ist zum Beispiel ein sehr informativer Beitrag. Die Beiträge kann man dann auch auf die Schulwebseite stellen und die stellen dann einen guten Querschnitt dar über die Leistungen der Schule und über das, was in der Schule so gemacht wird. Gut, und als letztes möchte ich noch ein ganz, ganz großartiges Projekt vorstellen, den Podcast Fragen an die Welt. Ich starte es einfach einmal und es wird eher erklärt, worum es da geht. Radiobande Schmankerln. Wie, was, wer, weshalb, wieso, warum, bleibt dumm. Hallo, wir begrüßen euch zu unserem Podcast Fragen an die Welt. Für diesen Podcast haben Kindergartenkinder und Schulkinder zusammengearbeitet. Die Kindergartenkinder haben die Fragen an die Welt aufgenommen. Die Schulkinder haben Antworten zu den Fragen gefunden. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich bin Emilian. Ich bin 6 Jahre alt und ich möchte wissen, wie schwer ein Elefant ist. Ich bin der Karim. Ich bin 9 Jahre alt und ich beantworte dem Emilian seine Frage, wie schwer ist ein Elefant? Ein asiatischer Elefantenmann wird bis zu 5.400 Kilogramm schwer und die Frau bis zu 4.160 Kilogramm schwer.
Der afrikanische Elefantenmann wird bis zu 6.000 Kilogramm schwer. Die Frau bis zu 3.000 Kilogramm. Ein Baby bei der Geburt wiegt 50 Kilogramm. Ein Baby wiegt so viel wie ein junger, erwachsener Mensch. Alle Elefanten außer das Baby wiegen mehr als ein Auto. Ich liebe Elefanten. Also das ist eben ein ganz, ganz großartiges Projekt. Ist auch mit Recht mit dem Media Literacy Award ausgezeichnet worden. Und ja, damit beschließen wir, glaube ich, die Hörbeispiele. Das letzte, das Grusel-Hörspiel Deitig, ist auch mit dem Media Literacy Award ausgezeichnet worden, ist vom BRG 18. Und das ist eben ein Grusel-Hörspiel, das zwei Schüler in Eigenregie mehr oder weniger entwickelt haben, 20 Minuten lang. Sehr, sehr schön mit vielen Spezialeffekten auch. Also das empfehle ich Ihnen auch, sich das anzuhören. Ja. Ja, vielen Dank für den Einblick. War sehr interessant. Auch toll, was die Kinder da schon alles leisten können. Ich